So, jetzt kommt eine großartige Frau zu uns. Ich bin Fan der ersten Stunde, muss ich sagen. Das ist eins ihrer Erzeugnisse. Silvia kocht. Ich mag Kochen eigentlich gar nicht. Ich sage, wer dreimal täglich kocht, steht kurz vorm Selbstmord. Ich glaube, es ist sozusagen ein Programm, um die Depression zu überwinden. Sie macht es aber äußerst fröhlich. Man gewinnt wieder Lebenslust, wenn man sie sieht. Sie hat diese klassische Bond-Girl-Aura, oder? Mhm. Hier ist die atemberaubende Silvia Schneider. Silvia Schneider. Herzlich willkommen, Silvia Schneider. Toll. Silvia Schneider. Sie tänzelt heraus. Weil sie's kann. Da sieht man natürlich die Dancing Stars Vergangenheit. Ja. Stimmt es eigentlich, das hat uns im Vorfeld, im Vorgespräch beeindruckt, dass du nach Dancing Stars wirklich eine professionelle Tanzkarriere begonnen hast? Dass du mit deinem Partner jetzt... Ja, ich habe mit meinem Tanzpartner, dem Danilo Campisi, haben wir nach Dancing Stars weitergetanzt und sind dann auch tatsächlich bei Tanzturnieren angetreten. Jetzt geht es dann im Mai nach England zu einem Turnier. Also ja, bei internationalen sogar? Auch, also ihr seid Österreich. Nicht in, weiß ich, in Stammersdorf aufgetreten oder Nein, so? In Wien. In Wien und jetzt geht es dann nach England. Bei ernsthaften Wettbewerb. Ja, und wir wurden Erster. Aber ist das nicht arg? Ich meine, wenn du Erste wirst bei einem wirklichen Wettbewerb heute, als jemand, der nur mal bei Dancing Stars mitgemacht hat, während die anderen 30 Jahre trainiert haben, jeden Tag mit blutenden Füßen? Naja, das ist ja ein Pro-Am-Turnier, wo Profis mit Amateuren tanzen und da bin ich der Amateur in dem Fall. Und da trainieren alle gleichermaßen und gleich viel. Ah, ist das so Paralympics? Von so ungefähr, ja. Ah, okay, dann können wir das richtig einordnen. Ja, danke. Ah, okay. Genau, einbeinige Blinde. Nein, aber es war schon teilweise fantastisch. Man hat ja keinen Unterschied mehr gemerkt von Tanz, Professional und Kandidat. Ist es inzwischen so, dass du ihm sagst, was er falsch macht? Auf gar keinen Fall. Er ist der Profi, er hat die Hosen an, er ist Italiener. Natürlich weiß er, wo es lang geht. Ist dir das wichtig, dass der Mann die Hosen anhat? Nein. Nee. Du weißt ja eher, wo es lang geht. Du machst den Eindruck schon einer sehr, sehr gut kalkulierenden Geschäftsfrau auch. Du weißt genau, was du tust? Ja, ich bemühe mich drum. Ja, also ich finde, man weiß nicht immer, was der richtige Weg ist. Gibt es Abgründe der Silvia Schneider? Natürlich. Welche wären das? Gibt es eine Drogensucht, die du bis jetzt... Auf gar keinen Fall. Ich bin, nachdem ich Alkohol getrunken habe, schon so lustig, dass ich unfassbare Angst davor hätte, wie lustig ich erst wäre. Möchtest du Alkohol haben? Hast du schon was zu trinken übrigens? Darf ich dir Heroin, Kokain oder Wein anbieten? mach mal Wein mit Wein. Wasser. Ja. Sehr gerne. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Du hast eine merkwürdige Lebensvita in Wahrheit. Du hast Jus studiert, bist dann, obwohl du fertig studiert hast, zum Fernsehen gegangen. Ja. Erstmal zu einem Privatsender, einem kleinen, als Juristin. Vor dem Jus-Studium habe ich eigentlich noch eine Schauspielausbildung gemacht in Hamburg. Ist der Eindruck richtig, dass du 7 Dinge gleichzeitig machst? Ja, schon. Und wenn du nur 6 machst, wird dir Fahrt? Ja, dann wird man sehr langweilig. Aber das ist das Problem, wenn man so viel Talente in so viele Richtungen hat. Man muss aussortieren, oder? Man darf, glaube ich, nur ein Feld beackern, weil sonst verliert man die Übersicht. Das kenne ich von mir. Ja. Aber du machst ja viel. Was ist dein Talent? Mein Talent... Ich habe auch ein sportliches Talent. Ich war zum Beispiel in der Schule, war ich der schnellste Läufer. Oh, die Geschichte. Na, stimmt. Die höre ich seit 30 Jahren. Ich war auf 60 Meter. Ich weiß, wie schnell er läuft heute. Ja. 7,3. Das ist ein Talent, aus dem du nichts gemacht hast. 7,3 Sekunden auf 60 Meter. Das ist ein Talent, aus dem ich nichts gemacht habe. Ja, okay. Das stimmt. Aber ich bin eigentlich ein sehr wendiger Bursche. Flink, ja. Flink. Flink. Ja, flink. Du kannst zum Beispiel, du kannst Yoga machen, weiß ich. Du kannst sehr gut Skifahren wahrscheinlich auch. Ja. Sehr gut oder gut? Könntest du theoretisch im ÖSV-Team auch fahren? Es war ganz lustig. Wir haben jetzt für eine Hauptabendsendung mit dem Armin Assinger. Nicht für eine, die am Freitag läuft. Die am Freitag läuft, ein Winter in Österreich. Ja. Waren wir in Österreich unterwegs und haben alle möglichen Wintersportarten ausprobiert, unter anderem auch Skifahren. Und du konntest alles? Na, das ist schon besonders, wenn du mit dem Armin Skifahren gehst, weil... Der kann es wirklich. Aber er ist ja fast 70. Nein, aber entschuldige, der ist Armin, so toll Armin unterwegs. Assinger hat 2 Weltcuprennen gewonnen, ein professioneller Skifahrer. Er ist auch ein Weltrekordhalter. Im Schnellfahren. Schnellste Durchschnittsgeschwindigkeit auf, ich glaube, Kitzbühel war Und trotzdem warst du wahrscheinlich besser. Nein, oder? Auf gar keinen Fall. Er war besser und er war großartiger. Wer hat mehr Gage bekommen, Assinger oder Schneider? Darüber wird nicht gesprochen. Warum nicht? Weil wir es nicht wissen. Du weißt es doch. Ich weiß nicht, was der Armin gekriegt hat. Sicher? Naja, ich nehme an, er hat bestimmt mehr bekommen. Warum? So eine Sauerei, wozu? Warum? Weil er besser Skifahren kann und größer ist als ich und schöner. Ja, größer als du ist er, ja. Wird man im ORF noch schlimmer? Das war das erste Mal, dass ich gerade Lachen aus dem Gästeraum gehört habe. Aber das ist das sympathische Understatement der Silvia Schneider, wenn sie sagt, Armin Assinger ist schöner als Ja, aber gut, in dem Fall wussten die, das wird ein Lacher sein. Ja,
Fishing for Compliments. Ja, ja, eben. Natürlich. Liebe Silvia, du bist eine wunderschöne Frau. Ich darf das als ORF-Lustkreis sagen. Dankeschön, Herr Fellner. Du musst wirklich aufpassen. Aber ihr habt ja nicht umsonst so viele Hasen heute in die Sendung eingeladen, oder? Ja. Es sind Kaninchen, Gott sei Dank. Sie hat den Witz gemacht. Er wollte diesen Witz machen, Silvia, den du gerade sagst. Ich habe gesagt, bitte mach es nicht. Frage. Hier, dieses Kochbuch zum Beispiel, Silvia kocht, ist auf den großen Erfolg der Fernsehsendung zurückzuführen. Und das sehr Interessante dieser Sendung Silvia kocht ist, finde ich, dass Silvia Schneider dort schon ein bisschen so dieses 50er-Jahre-Pin-Up-mäßige, die Haare sind gut gelegt, die Kleidchen, Frisur, die Kleider die sind aus den 50er-Jahren. Und dann, aber dann hast du trotzdem diesen Schmäh, die Männer in Schach zu halten. Das heißt, du hast auch diesen sehr, du kannst auch mit den Männern umgehen. Ja. Du bist dann nicht das Heimchen am Herd, gar nicht, sondern du bist in Wahrheit die starke Frau dann. Also ich finde, es ist auch ganz lustig, dieses Klischee immer wieder zu brechen, oder? Und es geht ja, und man sieht irgendwas Blondes, was so lieblich ausschaut, und dann kommt aber irgendwas von hinten. Das ist das Tolle. Man merkt, es ist nicht gescriptet, da wird improvisiert, man versteht sich und macht Scherze. Ja. Trotzdem hat es was von 50er Jahre, irgendwie. Was ist das schlecht? Na, so dieses zum Beispiel, dass die blonde Frau mit deiner Frisur, mit dem Zopfbandel, die dann sagt, jetzt könnte man, wenn du ein Mädchen wärst, könnten wir essen und über die Buben reden. Ein bisschen was hat das schon so. Ja, aber du so weißt. Ist es ich weiß, dass du es nicht meinst, aber es hat die Wirkung. Ja, aber das ist genau die Fallhöhe. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich. Wenn jemand mit Maschel im Haar sagt, jetzt paniere ich dir die Eier, ist doch alles erfüllt an Humor. Und die rechnen auch nicht damit, dass sie ihnen dann wirklich die Eier panieren. Ja. Ich finde es sehr gelungen. Ja, ich finde es trotzdem total interessant. Also mein Bild von dir, da ich die Sendung ja noch nie gesehen habe, war immer so dieses, ich hatte so kleine Ausschnitte, die wir schon mal in der Sendung gezeigt haben. Und ich hatte dann eben dieses Gefühl, das hat so ein bisschen was von diesem Hollywood 60s. Es hat so Hollywood-Flair. Immer wenn du einen Raum betrittst, denkt man sich, stiefelt gleich Gregory Peck auch um die Ecke. Oh, das wäre schön, oder? Aber ihr seid auch sehr... Weil leider kommt immer nur Armin Assinger dann. Ne? Oh, der ist auch gut. Aber was redet man mit Armin Assinger, wenn man mit ihm doch ganz Österreich... Armin Assinger, ist ein hochintelligenter... Ein toller Typ, ja. Hochintelligenter Typ. Ja. Er ist nicht nur hochintelligent, sondern er ist auch sehr lustig und sehr nett und man hat mit ihm große Freude beim Dreh. Du hast aber gefreut, war was zwischen euch? Gab es sexuelle... Auf gar keinen Fall. Naja, Armin ist doch mit einer Polizistin verheiratet und alles. Also heißt ja nichts heutzutage. Also? Es kommt jetzt gleich eine, auch, kennst du die Schauspielerin? Wir kennen uns, und wir mögen uns. Ja, wir vermögen uns ja auch. Ja, sehr. Obwohl wir uns kaum kennen. Schade. Aber kanntest du sie schon vorher, bevor ihr euch jetzt backstage getroffen habt? Ja. Sie hat mich vorher gefragt, ob wir vor der Sendung trinken. Ich habe gesagt, ja, würde ich dir auch empfehlen. Hat sie es gemacht? Ja. Ist die Hacke dicht schon? Nein. Nein, hast du drauf aufgepasst? Sie hat auf mich aufgepasst. Sollen wir sie schon reinholen? Nein, weiß ich nicht. Können wir natürlich. Ich würde gerne mit Frau Schneider auch noch weiterreden. Ja, ich weiter, gerne. Dieses Kochbuch zum Beispiel, das mich irgendwie begeistert. Wobei ich ja überhaupt an den Rezepten bin ich nicht interessiert. Ich lese es so wie den Playboy, ich schaue mir nur die Bilder an. Also? Ja, hier, schauen Sie. Tolle Bilder. Jetzt sag nicht, dass du zu Kohlrabi unanierst. Das halte ich nicht aus. Wieso, wäre das krank? Nein, es ist der Sellerie, glaub mir. Überraschend wäre es. Es ist der Sellerie. Es ist der Sellerie. Sind das Gerichte von dir oder wurden dir die... Es sind Gerichte von unseren Köchen aus der Sendung, die so nett waren und uns ihre Rezepte zur Verfügung gestellt haben. Und wir haben das gesammelt. Ja. Es ist ein Kochbuch nach Jahreszeiten eingeteilt. Genau. Und ja, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Entschuldige, lass mich mal fragen. Du bist doch private Pilzesammlerin. Ja, große Leidenschaft von mir. Also es ist eines der schönsten Sachen im Herbst, wenn man rausgehen kann in den Wald und Schwammerl suchen. Weißt du eigentlich, dass der Waldboden komplett zu ist. Die Schwammern sind ja nur quasi, die eigentlichen Pilze sind ja unter dem Boden. Ja, also das komplett, durchläuft sind komplett sie wie ein Netz durch den ganzen Boden und dann ab und zu kommen. Total unheimlich. Das ist, ich finde, das ist, seit ich das weiß... Ja, angeblich kommunizieren die auch miteinander, die Pilze. Noch schlimmer. Ja, großartig. Die Pilze? Ja. Pilze können reden? Es können anscheinend alle miteinander reden. Bäume, Pilze, Tiere. Aber das geht jetzt schon in Richtung Verschwörungstheorie. Nein, auf gar keinen Fall. Bist du Impfgegnerin? Nein. Ich bin geimpft, ich bin auch geboostert und das ist okay so. Darf ich dich fragen, ob du hast, so wie ich dich einschätze, Pläne. Ja. Du weißt genau, was du tust. Du machst das Buch, du machst das. 7 Sachen gleichzeitig geben. Was wird als nächstes, weißt du schon, was du als nächstes vorhast? Als nächstes kommt meine neue Kollektion raus, Modekollektion, gibt es eine, ja. Was für Klamotten? Petticoats. Es ist immer ein bisschen 30er, 40er, 50er orientiert. Dieses Jahr ist die Kollektion Smoking Hot. Was würde Marlene Dietrich heute tragen? Ah, ein Leichenhemd.
Ah, ist das schon die Kollektion? Das ist schon Kollektion. Marlene Dietrich. Wow. Ja. Das heißt, das und läuft auch, was gut. Was fasziniert dich in den 30er und 40er Jahren so sehr, außer dass du mal mit Gabalier zusammen warst? Wie lange hast du gewartet, bis du dem bist? Ja, wirklich. Das ist das Allerbilligste. Aber, ich meine, 30er... Ich mein, das hast du Max Rabe auch nicht gefragt, als er hier saß. Aber er war ja nicht mit Gabalier zusammen. Lass doch den lieben Andreas in Ruhe. Es ist mir nur gerade schön. Ich mag einfach den Glamour der Zeit. Mir gefällt es. Mir gefallen die Schnitte, mir gefallen... Auch die schrägen Hüte? Auch das sehr gut, ja. Und der steht Style, ja auch sehr gut. Aber nur weil man sich die Haare so einzwirbelt wie in den 50ern, heißt das nicht, dass man das Frauenbild der 50er hat. Du siehst natürlich immer aus wie aus dem Ei gepellt. Kann man Silvia Schneider, wenn man sozusagen als Paparazzo dich verfolgen würde, auch mal zerzaust in Trainingsjacke und Hose erleben? Es ist eine sehr schöne Trainingsjacke dann immer. Ah schon? Ja, aber zerzaust. Da passt du schon auf. Ja. Also so diese Bilder, die man von David Hasselhoff kennt, völlig besoffen, Burger am Boden liegend essen, das wird von dir nie auftauchen? Doch, aber sie schaut sehr gut aus dabei. Ihr habt sogar Material davon bei euch im Archiv und wir warten nur darauf, dass es gesendet wird. Nein. Bald schon, meine Damen und Herren, bald schon. Was meint sie? Ich weiß es nicht. Hallo, aber wir Silvia trinkt das große Schokotest.